So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere mit RB Leipzig. Mein Name ist David, ich begrüße euch recht herzlich. Heute geht's wieder in die Europa League. Das letzte Spiel in der Europa League, ja, leider verloren gegen Aberdeen aus Schottland. Heute gegen Dynamo Moskau, AS Rom Tabellenführer momentan. Das ist natürlich nicht so schön. Wir wollen jetzt mal hier auf die Tabelle gucken. Und so sieht es wie folgt in der Gruppe L aus. Nach dem ersten Spieltag, AS Monaco führt also die Tabelle an mit 3 Punkten. Aber den dahinter mit 3 Punkten. Gleiche Tordifferenz. Und auf Platz 3 RB Leipzig und auf Platz 4 Dynamo Moskau. Auch die gleiche Tordifferenz. Wir können ja mal durchgucken. Gruppe A, Sporting und Panathinaikos führen da die Gruppe an. Gruppe B, Villarreal und Bordeaux. Gruppe C, Liverpool und Moskau. Dann Gruppe D, Atletico Madrid und Fenerbahce. Gruppe E, Napoli und Guimarães. Gruppe F, Saint-Étienne und Valencia. Borussia Mönchengladbach auf der 1, Panathinaikos dahinter, Gruppe H, Schalke 04 und Rapid Wien, Gruppe I, Lazio Rom, Trabzonspor, Gruppe J, Tottenham, Hotspurs und Stade Reims und Gruppe K, AS Rom und SC Braga. Ja, und wir auf der 3 sollten uns jetzt auch mal 3 wichtige Punkte in der Europa League holen. Also würde ich sagen, auf geht's in die Europa League zu Hause gegen Dynamo Moskau. Moment, wir haben ein Problem, was wir noch zu klären müssen. Problem selbst beheben. Was haben wir denn? Ah, Maxwell Cornet ist also verletzt. Yusuf Paulsen darf spielen. Forsberg nehmen wir noch mit. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Wir haben Paulsen, Selke, Sabitzer. Okay, die spielen heute Europa League. Genau, so hatten wir das gemacht. Linksverteidiger kommt natürlich Halstenberg mit, nicht Paslak. Willi Orban für Nukan, das muss ich noch tauschen. Und Ødegaard für die Davi, so machen wir das. Genau, so lassen wir das speichern und dann sehen wir uns im Stadion wieder zu Hause gegen Dynamo Moskau. Willkommen in der Red Bull Arena, wir empfangen Dynamo Moskau, wie schon erwähnt, in der Europa League. Und heute geht es um 3 wichtige Punkte, die brauchen wir auf jeden Fall. Startaufstellung sieht wie folgt aus. Im Tor haben wir Karius, Ayhan, Orban, Innenverteidiger Klostermann, Halstenberg dahinter. Daneben Thielemans, Gaudino, Ødegaard, Paulsen, Sabitzer und Selke. Wir gehen heute hier total in die Offensive. 3 Stürmer vorne im Angriff. Wir schauen auf die Dynamo Moskau Aufstellung. Ich kenne da eigentlich gar keinen außer Denisov, der sagt mir was. Hübukan, Büttner. Ah, okay, die kenne ich, aber den Rest, da hört es denn schon auf. Also entschuldigt das ein bisschen, in der russischen Liga kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber was soll's, los geht's hier, Europa League, Juri Thielemans natürlich und sehr Mann schlechthin. Auf dem werden heute alle Hoffnungen gesetzt, wir brauchen hier 3 wichtige Punkte. Und da haben wir auch schon Juri Thielemans am Ball, der auf Selke spielt, Klostermann sieht Thielemans starten, der steckt den da durch auf Ødegaard. Ødegaard legt den da hoch auf Gaudino. Gaudino will nochmal ablegen, aber Inov hat den dann. Kuzmin, Samba. Wieder Samba am Ball, der legt den da rüber auf Kotzlov. Der heißt wirklich Kotzlov, Entschuldigung, aber der heißt wirklich Kotzlov. So, rüber gespielt auf Büttner. Hatte mal bei Manchester United gespielt. Paulsen holt sich hier den Ball. Wunderschön. Yusuf Paulsen. Und wird da abgeräumt. Und es gibt den Freistoß hier für Leipzig nach 8 Minuten. Das ist doch eigentlich die Möglichkeit für Juri Thielemans. Und mit den Freistößen habe ich es ja nicht so wirklich. Schauen wir mal, was Juri Thielemans damit macht. Wir machen einfach mal hier mit Vollspann und 3 Striche. Abgefälscht. Schade, der hätte wahrscheinlich gepasst, aber so kriegen wir jetzt den ersten Eckball hier ins Spiel. Ausgeführt auf Ødegaard, der bringt die Flanke gefährlich rein. Und Orban köpft den über das Tor. Schade, Abstoß hier für Moskau.
Kopfballduell gewinnt erstmal Leipzig. Der Ball springt aber zu Moskau zurück. Jetzt kommt der weite Ball da nach vorne. Karius ist aber da und hat ihn ohne Probleme. Was macht denn Karius? Hat Karius da hinten etwa Probleme? Was ist los mit dem? Schade, da verspielen wir uns die Chancen hier selber. Und jetzt kommt Moskau über Zubninin. Büttner. Und der schießt. Und da hat aber nicht viel gefehlt. Das ist ja der Wahnsinn. Wer hat da geschossen? Kukurinin. Heißt der so? Weiß ich nicht. Aber da hat nicht viel gefehlt. Abschluss hier von Karius. Willi Orban. Spielt ihn da hoch auf Ayhan, der sich hier auch in die Stammformation gespielt hat. Der hat mich da wirklich überzeugt. Tielemans, Ødegaard, Gaudino spielt ihn da schön durch auf Ødegaard. Ødegaard legt ihn da runter auf Selke. Selke, flach, gefährlich. Aber der dreht zum Tor und geht ein bisschen weg. Kukurin heißt er. Alexander Kukurin hatte da aufs Tor geschossen. Oh, der Ball wieder weit nach vorne. Dynamo Moskau bleibt Sieger. Der Ball geht da durch. Klostermann hinterher, behindert da entscheiden. Und Einwurf hier für Leipzig, kein Foulspiel. Orban, Selke. Spielt ihn da auf Ødegaard. Der legt ihn da hoch auf Tielemans. Und der kann ein paar Meter machen. Juri Tielemans. Sieht Paulsen stehen. Paulsen wartet, dass da Tielemans startet, aber Samba passt da entscheidend noch auf. Denisov. Ah, schön, Balleroberung von Gaudino, der verliert den Ball. Selke ist in der Nähe. Schön da in die Lücke. Ødegaard sieht Paulsen da vorne stehen. Paulsen, Elfmeter. Ganz klar, Paulsen wird da von dem Bein geholt. Und das müsste auch noch die rote Karte eigentlich sein. Was gibt's dafür? Es gibt nur Gelb. Christopher Samba holt da Paulsen von den Beinen und es gibt hier den Elfmeter für Leipzig in der 33. Minute. Wir schauen nochmal drauf. Paulsen vorbei, will schießen, aber wird dann von den Beinen geholt. Ganz klarer Elfmeter. Juri Tielemans steht bereit. Juri Tielemans! Ha, der Torhüter springt nach rechts und Juri Tielemans schießt, aber nach der Mitte. Wunderschön. 1:0 für RB Leipzig durch Juri Tielemans, durch einen Elfmeter. Sehr schön. Schauen wir nochmal drauf. Juri Tielemans nimmt Anlauf, verzögert da, der Torhüter springt. Nicht wirklich, aber auch schön geschossen von Tielemans. Hätte der Torhüter vielleicht den Arm hochgerissen, dann wäre er vielleicht noch dran gekommen. Aber so nicht. 1:0 für Leipzig. 34. Minute. Anstoß. Wieder Dynamo Moskau. Zubninin. So rum. Kurzlauf. Denisov. Auf die rechte Seite. Inov. Linkt ihn wieder rüber auf Zubnini. Der bleibt Sieger. Wird von zwei Leuten bedrängt, aber bleibt immer noch Sieger. Denisov will den da durchspielen direkt, aber die Mitspieler spielen nicht mit. Und es gibt hier den Einwurf für Leipzig. Gaudino. Klostermann zurück auf Gaudino. Er legt ihn wieder runter auf Klostermann. Der sieht da vorne Ødegaard und der sieht Selke auf der rechten Seite laufen. Selke nach hinten. Sabitzer. 2:0. Ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. So einfach geht's dann doch. Sehr schön gesehen. Sabitzer ist da frei. Hält den Kopf hin. 2:0. 44. Minute. Marcel Sabitzer. Traumhaft. Wieder der Anstoß für Dynamo Moskau. Leipzig könnte damit auf jeden Fall zufrieden sein. Und damit wäre auch die Tordifferenz wieder auf 0 gestellt in der Liga. In der Gruppenphase der Europa League natürlich. Büttner. Denisov. Kukurin. Bleibt Sieger. Legt ihn auf die Seite. Inov. Aber Karius hat ihn
4 Minuten Nachspielzeit. In der ersten Halbzeit, der Schiedsrichter pfeift auch zur Halbzeit und Leipzig geht in die Halbzeit mit einer 2:0 Führung. So habe ich mir das vorgestellt. Wie sieht's denn in den Zwischenergebnissen bei den anderen Vereinen aus Deutschland? Gladbach führt 1:0 gegen Aalborg. Und wo ist Schalke? Schalke führt 2:1 gegen Rapid Wien. Sehr schön. Wir könnten hier mal den Wechsel vornehmen. Und zwar bringen wir Didavi für Ødegaard ins Spiel. Und das war's auch schon. Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Martin Ødegaard hat sehr schön gespielt. Hat mir gefallen. Und jetzt Didavi dafür ins Spiel. Der mich noch nicht so wirklich überzeugt. Ab und zu mal einen Form hoch, aber dann auch mal wieder einen Aussetzer mit drin. Und das heißt, er muss sich hier mehr beweisen. Wittmer. Zu weit vorgelegt, Klostermann hat den ohne Probleme. Karius ist da. Alstenberg, Eiha. Spielt den runter auf Sabitzer. Der sieht da schön Alstenberg starten. Wer ist jetzt zuerst am Ball? Der Torhüter oder Halstenberg? Halstenberg nicht. Und zwar der Torhüter. Der klärt ihn geschickt mit dem Kopfball. Kotzlauf, Samba rüber auf Hypokan. Und der war nicht schön geklärt. So, Didavi legt den hoch auf Thielemans. Der wollte da abziehen, aber der hat nicht ganz geklappt. Kokorin jetzt hier. Zopnini. Zopninin. Wie auch immer, mir egal. Denisov. So, Ninin. Denisov. Dynamo Moskau, die versuchen hier Lücken zu reißen, aber Leipzig, die stehen da auch gut. Einwurf für Leipzig. Denn Moskau, die kommen nicht mehr wirklich ins Spiel. Samba verschätzt sich da ein bisschen. Kotzlov spielt ihn nach vorne. Schirkov hier im Spiel. Kuzmin. Orban holt sich da ganz cool den Ball. Didavi sieht vorne Paulsen. Der setzt sich durch. Yusuf Paulsen, Paulsen. Aber Gabulov hat den Ball. Schade, schade, schade. Gaudino springt da höher als der Mittelfeldspieler. Was macht Sabitzer da gegen Schirkov? Schirkov legt ihn wieder rein. Jetzt kommt der Ball, aber Thielemans ist da. Jetzt ist es da ein bisschen eng bei Leipzig. Gaudino spielt ihn da hoch. Der kommt an, der Ball direkt durchgespielt. Yusuf Paulsen legt sich den Ball vor, läuft. Yusuf Paulsen, Paulsen und Gabulov, der hat den. Kein Problem da. Aber Paulsen setzt sich da auch wunderschön durch. Und wir werden hier mal den nächsten Wechsel machen. Paulsen tauscht mit Selke und auf die rechte Seite kommt Bruno. Und links bringen wir jetzt noch Sané. Alles in Ordnung. Wir führen in der 82. Minute. Alles cool. Da können wir mal noch einen Wechsel bringen. Und zwar Sané, der kriegt noch ein bisschen Spielzeit hier in der Europa League und Bruno auch. So, jetzt haben wir hier den Eckball, den Thielemans trimmt, der kommt gut rein. Sané ist da nicht richtig zum Kopfball hochgestiegen und Bruno mit der Ballrolle und zack, Denisov steht im Weg, abgelegt, aber wieder einer im Weg von Moskau. Eihahn spielt ihn erstmal hoch auf Klostermann. Schnelles Doppelpassspiel mit Gaudino. Didavi, den springt der Ball weg. Der holt sich den aber wieder. Didavi ins rechte Eck um. 77. Minute. Daniel Didavi. 3:0. Wunderschön. Schauen wir nochmal drauf. Schönes Spiel da. Didavi, den rutscht der Ball weg. Aber er setzt nach und macht das mit seinem starken Linken. Oben rechts ins Eck. 3:0. So läuft das schön in der Europa League. Der nächste Anstoß also wieder für Moskau. Hypokan, Hypokan. Kotzlov. Tschirkov.
Angelaufen von drei Leuten. Kozlov. Samba. Muss wieder abdrehen und spielt nach hinten. Jetzt kommen die Fehlpässe da bei Moskau. Kuzmin. Hupukan. Butner, Doppelpassspiel, Kukrini, Kukmin, wie auch immer, abgelegt, die Davi, Thielemans, runter, Schöner, Chip nach vorne, auf, Selke, Kuzmin ist da, Kurzlauf, Kuzmin, Fehlpass, nein, Samba holt sich den Ball. Und jetzt weit nach vorne. Da ist niemand von Leipzig. Klostermann passt auf, geht zurück. Fehlpass auf beiden Seiten. Es geht weiter. Bruno steckt ihn da nochmal durch auf Selke, der schon recht weit runter ist. Der liegt wieder ab auf Bruno. Der steckt nochmal hoch. Selke vertändelt da den Ball, setzt aber nach, holt ihn sich wieder. Jetzt kommt nochmal die Flanke, aber die geht ins Tor aus. Und der Schiedsrichter pfeift auch ab. Wir gewinnen hier 3:0 in der Europa League, holen uns die ersten drei Punkte. Das ist ganz wichtig gewesen gegen Dynamo Moskau. Gladbach gewinnt 2:0 und Schalke 3:1. Wunderschön, so kann es weitergehen. Für uns und für die anderen deutschen Vereine natürlich auch. Heute ist die letzte Möglichkeit, den Kader des Schweden-Nationalteams abzugeben. Ja, das ist natürlich vollkommen in Ordnung und ich glaube, wir haben alle so weit drinne, die uns wichtig sind. Wir senden das ab. Herr Gotha ist im Spiel und Emil Forsberg ist auch dabei. Jetzt würde ich trotzdem nochmal in die Europa League gucken. Wo muss ich denn da hin? Andere Ligen? Nee, andere Ligen ist Quatsch. Wir müssten eigentlich nur Tabellen. Genau, Tabellen. Alt. Nee, halt. Wo ist es denn? Das ist ja hier. Ja, Champions League ist hier. Und da müsste jetzt eigentlich die Europa League kommen, wenn der jetzt mal hier weitermachen würde. Hallo? Ja, Europa League. Und so sieht es momentan aus. Aber den hat auch 3 Punkte. Aber das Torverhältnis ist gleich. Wir könnten schon wieder langsam aber sicher vorbeiziehen mit einem Sieg gegen AS Monaco. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das nächste Spiel ist in der Bundesliga und das ist gegen den FC Ingolstadt. Monatsbericht Jugendmannschaft. Genau, da war ja noch jemanden, den wir uns gesucht haben mit unserem Scout. Wir schauen mal in die Fußballschulen. Der ist 17 Jahre alt und wo spielt er? Rechtes Mittelfeld. Ist das denn richtig? Abbrechen. Ich würde ihn gerne mal. Spielerdetails. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ist jetzt noch nicht so wirklich der überragende Spieler. Position steht noch nicht. Angreifertyp Potenzial 71 bis 91. Wir werden ihn mal einen Vertrag anbieten. Länge 2 Jahre 5000. Künftiger Stammspieler. Marktwert 180.000. Wir werden erstmal das versuchen abzugeben, dass er da zu unserem Verein stößt. Werden wir mal sehen. So, aktuell ist aus Spanien Scout zurückgekehrt. Abgestellte Spieler, ja, Scout zurückgekehrt, da haben wir nur den. Können wir denn eigentlich auch hier eine eigene Fußballschule machen? Damit habe ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt. Können wir ja mal kurz gucken, und zwar müsste das doch eigentlich sein bei einem globalen Netzwerk. Aufträge, ne? Scout. Sebastian Lüthi, den hatten wir ja extra dafür geholt. Was hat er denn für Torhüter für uns gefunden? Schauen wir mal rein. Da steht nichts bei. Benitez ist auch nichts bei. Und da ist auch nichts bei. Können wir den eigentlich einen neuen Auftrag geben? Scout managen.
Scout-Zielort ändern. So, dann würde ich mal sagen, wir schicken den wieder nach Argentinien. Ja. Macht er ja schon. Aber wo ist eigentlich, ich weiß gar nicht, Scout anheuern, dann können wir nur noch Scouts anheuern. Scouting-Aufträge. Ja, da können wir zum Beispiel mal einen Scout anheuern. Und zwar, jede Position hat man ja schon. Neuer Auftrag. Und zwar suchen wir mal nach, nee, wir haben doch schon einen linken Verteidiger, oder? Da haben wir schon linken Verteidiger, alle auf Leihliste, auf Leihliste. Scouting-Auftrag bearbeiten. So, Alter 16 bis 18 ist in Ordnung. So, am besten defensiv Dribbler, was können wir denn hier? Temporeich könnten wir mal machen. So, dann würde ich sagen, was ist denn für einen linken Verteidiger eigentlich so wichtige Attribute? Vielversprechend eventuell. Weltklasse? Ja, können wir mal machen. Defensiv orientiert, Flankenspezialist, wenn er mal mit nach vorne kommt. Eins können wir noch. Und zwar, ja, Kopfballspezialist. Kräftig. Kräftig können wir mal mit reinhauen. Okay. Gut. Vertrag 0 bis 5 ist in Ordnung. Okay. Haben wir gemacht. So, Flügelspieler. 0 Spieler gefunden. Warum eigentlich? Linken Verteidiger haben wir ja schon. So, den würde ich gerne mal bearbeiten. Was habe ich hier? Linken Verteidiger. Zentraler Innenverteidiger, linkes Mittelfeld, Flügel, defensives Mittelfeld, ja, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Mittelstürmer, Stürmer, Angreifer. Machen wir ein zentrales Mittelfeld, was wir da so finden. So. Distanzschütze wäre mal schön. Temporeich. Spielmacher. Weltklasse. Und kräftig. So, Alter. Auch noch nicht so alt. So, 18. Sehr schön. Da jetzt was zusammenkommt, werden wir sehen. Wir schicken dich mal auf die Suche nach, ich würde mal sagen, wir suchen einfach mal Deutschland. Einer deiner Scouts baut schon auf. Belgien, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Österreich. Wie wäre es mal mit ein Belgier? Denn ein Belgier in Belgien wäre, glaube ich, eine gute Alternative. Gut, dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge, sonst wird die wieder zu lang. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Karriere mit RB Leipzig gegen den FC Ingolstadt. Und ich bin raus, ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!